Dann wunderst du die noch? Naja, ich weiß auch nicht, was das soll. Vielleicht Außenrosen oder so. Okay, darf ich mal ausprobieren? Probier mal aus. Machen das die Rapper in Berlin, oder? Ey, yo, yo, okay, ah. Popshot 2009 hier im Basement, check 1, 2, Neukölln 44, Berlin, Germany, Italien raus bis über die Schweiz, weltweite Vermarktung, Amerika, Universum, die Erde, der Planet, okay, Die Erde, der Planet, alles gefährdet und verdreht. Wir sind am Start, rocken diesen Part. Manche Leute halten sich für super hart, wissen nicht, was es bedeutet, mal wieder die Beute zu reißen. Ich bin am Start, ich weiß, ich kann's mir heute nicht leisten, was ich morgen vielleicht mit einem Fingerschnipser erreiche. Ich bin am Start und wie eine Leiche, die setzt hier irgendwie wegen ihrer Blässe und Augenringe eine krasse und noch krasse Brille oder was auch immer das Superlativ ist, aufsetzt, wenn ich chille. Ich bin am Start und ich weiß, dass ich jetzt hier mich aufhetz gegen die ganzen Cops und Bushido. Was ist los? Ich weiß, ich bin jetzt hier gerade wie ein Tiku-Auto, schieb mich nach vorn. Ich bin am Start und bin so kritisch verloren in meiner eigenen Kritik. Hey, yo, what the fuck? Ich weiß, dass ich jetzt hier die Scheine mit Musik mache wie Universal. Ich bin am Start und ich weiß, ich bin so ein Hörsehen, manche Leute kennen mich nicht. Ich weiß, dass es eigentlich nur menschlich ist, wenn man jetzt hier sich ein bisschen relaxt und in Wirklichkeit die ganze Zeit nur an richtig versauten Sex denkt. Mit irgendwelchen Bitches, scheißegal, ob man sie kennt und ob man eine Mitschrift schreiben lässt von einem Porno-Stenografen. Ich bin jetzt hier am Start, ich weiß, ich will einfach nur die ganze Zeit mit Weitsicht chillen und diese Weitsichtbrillen aufsetzen, mit denen man dreidimensional durch eine Panoramawelt fliegen kann auf 380 km/h. Ey yo, als ich diese Dame sah, machte ich Kamehameha wie Son Goku und löste die ganzen Rätsel auf wie Sudoku mit Foxy Brown. Ich bin hier am Start und ich weiß, ich kann mich nie bei Roxy trauen, irgendwie ihr Hallo zu sagen, weil sie mich irgendwie nicht mag, denn ich bin irgendwie einer mit dem größten Schaden. Menschen, Leute, ich hab keine Grammatik und ich weiß nicht, was der Fuck bedeutet, aber egal. Ich wechsle diesen Style mit Puff Daddy. Ey yo, ich weiß, wenn ich jetzt hier einfach nur die ganze Kraft weg, wenn ich die Kraft wegzieht, die irgendwie nicht so verwehrt ist, bin ich am Start, wenn du den ganzen Flow verwehrt ist in den nächsten Track. Ey yo, was ist los? Ich weiß, dass ich euch auf den Keks gehe jetzt mit meinem Mann Mac. Ey yo, der euch alle ansteckt. Ja, wie war das mit dem Rappen? Wie bist du dazu gekommen? Na, ich bin aufgestanden heute Morgen um 9:30 und wollte eigentlich, also eigentlich muss ich ja jeden Morgen um 8 zur Bundespost. Heißt ja, was? Heute habe ich halt leider anderthalb Stunden verschlafen. So schnell ging es? Und dann habe ich halt so gedacht, wo alle irgendwie so Bushido und Sido und die rappen Rektor und so, ja, die rappen halt alle. Und dann habe ich mir dazu mal angekickt im Internet. Und dann dachte ich, okay, das kann ich gut. Und dann war ich so, ja, so. Dachte ich so, was halt zählt bis jetzt, oder? Ja. Echt? Krass, so schnell geht das? Ja, ist ja nicht schlecht zu rappen. Also könnte ich jetzt auch morgen 9:30 anfangen und abends machst du ein Interview von mir, oder? Ja, ja, klar. Echt, das ist ja geil, okay. Und sonst so Texte schreiben, Studio, oder wie sieht das aus? Ja, das mache ich wiederum jetzt seit 9 Jahren. Ach so, okay, alles klar. Also gibt's da so verschiedene kontrastäre Ebenen in diesem Gefilde von Rap, oder wie? Ja, ja, genau. Ach so, cool, alles klar, Mann. Ja, und wie sind die Fortschritte so? Obwohl, so Texte schreiben eigentlich jetzt seit 12 Jahren. Nee, jetzt muss man nicht angehen, sondern pack aus. Also, wie geht das so ab? Also, man nimmt einen Stift und dann nimmt man sich vor, jetzt was zu schreiben, oder fließt das jetzt inspirativ aus einem heraus? Man kann auch einen Stift nehmen, wie in der einen Simpsons-Folge und den sich ins Gehirn rammen und dann hat man so plötzlich so. So, also man hat Spielraum auf jeden Fall in dieser Rap-Welt oder was? Nein, das ist man hat auf jeden Fall jeden Spielraum der Welt eigentlich. Alles klar. Das ist halt auch das, was, was krasser ist im Vergleich zu Goethe und so. Okay. Das ist halt eine Sache beim Rap, die auf jeden Fall krasser ist, nämlich dass man die Silben fast beliebig lang machen kann und dadurch halt auch sehr viele Kaugummi so ziehen kann und flexibel so alles setzen kann, oder? Naja, man kann halt
Viererreime, Sechserreime. Ach, man rechnet auch, der ist auf Mathematik im Rap oder was? Auch, ja. Echt, ja, ist ja. Wird das interessant, wie auf der Börse oder was? Beispiel. Echt, ja, wird auch Cash gemacht oder wie? Rap, ja, hier. Echt, ja, richtig, ja. Okay, also bist du Millionär oder was? Krass, ey, dann rede ich das erste Mal beim Leben mit Millionären. Naja, hier sind auch krasse Schmuckstücke hier drin. Ich bin auf jeden Fall schon mal Schmuckstücke. Schmuckstücke. Alles klar, und diese Ebene zu durchbrechen, gibt es da auch sicherlich so Anfänger, Profi, Fortgeschrittener, oder wie geht man damit um? Ist man viel unterwegs auf der Straße, trifft Leute oder mit Hip-Hop-Community, so Peace, Love and Harmony, oder was ist da so im Geschehen eigentlich los? Ja, es gibt leider halt wirklich auch Beef. Ach echt, Beef? Was ist ein Beef? So haben die alle Hunger oder was? Ja, Beef ist jetzt zum Beispiel, wenn halt so Disharmonien vorhanden sind, wenn Leute sich irgendwie nicht... So in der Musik können. Jetzt oder was? Wenn so ein Beat irgendwie so verzerrt wird in der Melodie oder was? Nein, nein, so in der menschlichen Chemie. Ach so, diese psychosoziale Ebene oder was? Ah, okay, alles klar. Da gibt's Beef oder wie? Also wie bei den Tieren so, da gibt's mal richtig eins auf die Fresse oder was? Zum Beispiel, ja. Okay, und das klärt man so mit Waffen, Gewalt, was hat man da so am Start? Na, in der Regel, also meistens ist es halt so, dass es dann irgendwie nur so in der Luft schwebt. Ah, und okay. Wenn es dann wirklich so geklärt werden muss, dann meistens mit Rap so. Ach so, also doch nicht mit Knarre oder Messer oder so. Also man geht wirklich ans Mikrofon und zeigt, dass man Rapper ist oder was? Genau. Alles klar, und wo ist es so, wo, wenn man hier unterwegs ist in Berlin, kann man da irgendwelche Orte finden, wo halt solche ominösen Personen zu finden sind, oder? Na, auf jeden Fall hier das End of the Week im Grasse Freier. Ach so, Grasse Freier, echt, das ist ein Battle, ja, so richtig so mit einem so Pop at the Pop. Das ist aber keine persönliche Sache, sondern das willkürlich. Ach so, das ist der sportliche Charakter, oder dieses Auslosen wie auf Ballaballamann oder was ist das so für eine Ebene, so ist das sehr sportlich? Oder ist das eher so Wannabe-Stylomistik, so einen auf amerikanisch angehaucht oder authentisch? Es ist schon eher authentisch auf jeden Fall. Ja, es ist halt wie überall, dass da viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und so. Aber man muss sich da schon beweisen, so. Auf jeden Fall. Und die Unterschiede zwischen deutschen Hip-Hop, französischen Hip-Hop und amerikanischen Hip-Hop, gibt es da Unterschiede oder? Naja, der amerikanische Hip-Hop ist halt so das Original. Das ist Original, ja. Okay. Also alles, was aus Amerika kommt, ist Original, oder? Nee, aber da stammt es halt ursprünglich her. Okay. Aus New York. Aus New York, ja. Und bei französischen Hip-Hop würde ich sagen, dass die halt, also Frankreich hat halt generell ein anderes Kunstverständnis als Deutschland so. Von der Sprache her oder jetzt, oder wie ist das zu sehen, oder gesellschaftlich gesehen, oder? Ja, einfach Umstände, oder? Kulturell, Kultur, ja, auf jeden Fall. Hip-Hop ist auch eine Kultur, oder? Genau. Ah, okay. Also ich würde sagen, so Frankreich ist schon Nummer 1, so in Europa. Und findest du, Deutschland irgendwie läuft mit der Kultur hier mit, oder ist das, also trennt die sich von der Gesellschaft, oder geht die mit der Gesellschaft? Ach, Deutschland ist gut. Ist gut? Ich würde sagen, so in Europa, Frankreich, England, Deutschland. Echt, ja? Auf jeden Fall. Okay, dann danke ich mich fürs Interview, weil ich muss jetzt weiter, ich muss noch nach Paris und ich treffe jetzt noch Notorious B.I.G. Der lebt nämlich wieder, Kurt Cobain, so, der ist in Seattle, so, da bin ich auch irgendwie noch über Jahre von früher vernetzt und... Ich merke schon, der Affe muss auch wieder käfig und so. Ich habe nicht so viel Zeit, so, Arbeit ist Geld und deswegen so, weißt du, vielen Dank, dass ich mal kurz hier die Häuslichkeit besuchen durfte und ich würde sagen, wie sich das für einen Hip-Hopper hier verhält. Peace out, check it out, MC Don Pablo, Popshow 2009, direkt aus Berlin und... Dicke Bombe. Motherfuckers!